Ja, grüßt euch meine Allerbesten und willkommen zurück zu Captain of Industry, wo wir in der letzten Folge hier mal so einen kleinen Schacht ausheben gelassen haben, um diese Rohrleitungen in diesen Schacht reinzulegen, um dann hier mit der Stadt etwas weiter bauen zu können. Das werde ich jetzt einfach mal ausprobieren. Also es hat mal funktioniert, aber ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr wie, also ich weiß nicht, ob das klappen wird. So, hier werde ich mal von hier aus einfach mal. Nee. Also, nee. Muss ich jetzt erstmal. Ich muss selber ein bisschen ausprobieren. So, dann geht mal runter. So, dann gehe ich hier entlang. Das hat mal funktioniert, das weiß ich. Aber ob das immer noch funktioniert. Ja. Rohre waren das Einzige, was man zuschütten konnte. So, und dann hoch. Und dann so. Und hier auf der Seite mache ich einfach so. Leitung in die Richtung. So. So. Nee, bleibt schön. Ich will, dass wir alles unter Tage haben. So, bis hierhin und dann hoch. So, und dann noch eine. Nein, nicht ankoppeln. Nicht. So. Dann in die Richtung. So, upsala. So. Bis hier hinten, dann wieder hoch. So, und dann dasselbe, wenn jetzt sogar das gleiche hier. Nicht vergessen. Das Wegbuddelzeichen wegzumachen. Also den Wegbuddelbereich. So. So, hoch. So. Theoretisch müsste ich ja jetzt. Moment. Theoretisch müsste ich da jetzt. Das doch mal wegmachen wieder. Ganz schnell wegmachen. So. Das darf jetzt alles mal gebaut werden. Wird gebaut. So. Warten auf Materiallieferung. Wieso habe ich so wenig davon? Achso, weil ich da hinten irgendwo irgendwas baue. Wieder mal. Ah ja, stimmt. Den großen Brüter baue ich ja. Und natürlich auch alles andere. Ich baue jetzt wieder mal alles gleichzeitig. Dann geht schon, ne? Ganz schön viel Zeug ins Land. Hier habe ich zwei Sachen zugewiesen, die geliefert werden. Also zwei Slots habe ich zugewiesen für den. Na, wie heißt es? Für den Schwefel. Warum sind jetzt alle extrem ausgelastet? Keine Ahnung. So, hier wird das Loch zugeschüttet, wo früher mal unser Eisenabbaugebiet war. Das machen die schon recht gut. Solange die Düppen hier nicht leer sind mit dem Eisen, werde ich da jetzt auch nichts Großartiges starten. Aber ich möchte jetzt hier das da hinten auch nochmal durchplanen. Gut, ihr seht es kaum, weil grau auf grau sieht man nicht. Also, ich habe mir gedacht, ich möchte zweimal Konstruktionsteile 4 bauen lassen. So, dafür brauche ich dann insgesamt 48 Konstruktionsteile 3. 48 Konstruktionsteile 3, dafür brauche ich dann 4 von den Dingen da. Die brauchen dann aber
4 mal 24 von Konstruktionsteil 3. Dafür brauche ich dann 8 Konstruktionsteile 2 Produktionen. Für diese 8 brauche ich dann 16 Konstruktionsteile 1 Dinger. Und das muss ich jetzt noch irgendwie schön hinkriegen. Schneid das mal aus hier jetzt für die Aufnahme, beziehungsweise doch ausschneiden. Ausschneiden ist gut. So, das schneide ich jetzt einfach mal aus und mache das jetzt mal aufs Grüne. Pack für mich. So, bumm. So. So habe ich mir das etwa gedacht. So, und hier werde man dann brauchen Eisen, Holz und Betonplatte. Ne? Dann müssen wir nur noch das Holz mit Förderband von hier aus hier rüber karren, damit es dann hier irgendwann ankommt und dann gebaut wird. Eisen produzieren wir ja hier. Und Betonplatten produzieren wir ja auch hier. So. Na, dann wird das alles hier Förderband nach da vorne und dann läuft das auch. Irgendwie. Die Konstruktionsteile 57,57 müsste eigentlich dick genug sein, um schon mal das erste bauen zu lassen. Problem ist natürlich, wir brauchen so viel Konstruktionsteile 4 für den Brüter da hinten noch. Guck mal, hier werden wir auch Stahl brauchen und nach dem. Ah ne, Stahl. Doch, Stahl brauchen. Hier zwischendurch werden wir dann Kupfer und Gummi brauchen. Deswegen werden wir auch die Gummiproduktion. Also da werden jetzt sehr, sehr viele Produktionen richtig ausrasten müssen. So, hier werden wir mal 36 Eisen brauchen wir. Braucht jede. 16 mal 36. 16 mal 36. 500. 576. Das muss ich mitschreiben. Wir brauchen ja auch, müssen das ja auch irgendwie effizient, aber ausgerechnet, so dass es am Schluss aufgeht. So. 576 Eisen und Holz. Eisen und Holz. Und dazu noch 48. 16 mal 48. 768 Beton. So. Dann gucken wir mal, wie viel produzieren wir überhaupt? Bestimmt nicht so viel. Apropos, Moment. Teraflops hier. Zack, 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 zack. Ein paar Server hier reinstellen. Was fehlt noch? Damit das mal schön voll ist mit Servern. Brauche ich überhaupt so viel Teraflops? Schalten wir mal aus hier. Die zweimal füllen mit Teraflopsen. Das da sollte eigentlich dann eigene Wasserproduktion noch bekommen. Weil, ne, 16, 24, 28, 30 von diesen Montage-Robotisch. 30, ich kann es nicht mehr im Kopf rechnen. 3 mal 8, ja, 240 Teraflops brauchen wir dann nochmal extra on top drauf. Nee, das ist Teraflopsig ist das. Zusätzlich zu der Gummiproduktion, zu der, na, wie heißt es, Elektronikproduktion, etc. So, aber wie viel produzieren wir denn jetzt an Beton? Da haben wir unsere Betonwerke, wir produzieren viel zu wenig Beton. Also im Moment produzieren wir 96 und wir werden 768 brauchen. Wenn wir das auf jeden Fall verdoppeln müssen. Wenn nicht sogar noch mehr als verdoppeln. Alter Schwede. Eisen produzieren wir hier. 48 auch 96. Also haben, auf der Haben-Seite ist 96. Auf der Brauchen-Seite sind 768. Gut. Sagen wir es mal so. Irgendwann läuft das ja voll. Der erste Produktionsschritt. Wir haben ja hier 10, nee, 5000 haben wir hier und hier haben wir auch jeweils 8, knapp 9000.
Ja, dann läuft das ja schon mal die ersten paar Minuten. Huh. Was sind denn hier schon wieder mit der Einigkeit? Ach, schon wieder eine Krankheit. Schon wieder eine Grippe schwer. Ich muss mich echt um die medizinische Kacke da kümmern, ey. Im Moment produzieren wir medizinische Produkte 1. So, das war's. Das war's. Also. Wie sieht es eigentlich aus mit medizinischen Produkte 2? Also, 2. Das ist 1. Und 2. Da bräuchte ich Antibiotika. Und Antibiotika brauche ich Zucker, Ammoniak und Sauerstoff. Alter Schwede. Schon witzig. Also, ich werde ziemlich viele Produktionen bauen müssen. Deswegen ist hier dieser Platz gar nicht so schlecht, weil da mit dem Zuckerrohr und Ammoniak und Gedöns und hast du nicht gesehen, passt das eigentlich ganz gut. Ich muss hier echt ein paar LKWs mal abziehen, was die ganze Zeit auf extrem ausgelastet ist. So. Ah ja, die Kleinen holen wir auch noch ein bisschen raus hier. So. Und warum brauchen wir stellenweise so viel Terraflopsen? So, das Ding hier ist noch lange nicht fertig. Da fehlen noch 300. Ach, du hältst es im Kopf nicht aus. Ah, das da wird mal langsam gebaut. Auch nicht. Nein. Also, nein. Mach das mal auf Priorität. Priorität. Priorität und ich will das erst mal, ne? Wegen den Arbeitern. Wenn wir mehr Arbeiter kriegen, dann kriegen wir natürlich dann auch mehr Abwasser und dann müssen wir uns darum kümmern. Ach du Herr. Naja. Das Loch haben sie schon bald richtig gut zugeschüttet. Sehr schön machen sie das. Ein Gewust an Fahrzeugen. Echt jetzt. Gut, jetzt wissen wir, dass wir viel zu wenig produzieren. Egal ob Eisen oder... Ah, das wird schon nachkommen. Das ist ja, ich baue ja nicht so viel. Ich bin jetzt ein bisschen... Vor allen Dingen, wie soll ich das da am klügsten machen? So, ich setze das mal auf die Ecke. Und das setze ich dann auch auf diesen schwarzen Strich. So. So, und dann brauchen wir hier ein Förderband. Flach. Von da. Nach da. So, das wird uns dann erstmal die eine Komponente bringen. Dann brauchen wir noch ein zweites Förderband. Nein, so. Ein drittes Förderband. Nee. So. So. Haben wir schon mal die drei Zutaten. Und dann würde man diese Förderband flacher Aufzug brauchen. So, und dann noch einen flachen Aufzug daneben dran. Daneben. So, Kuckuck. So. Dann können wir das Ganze da viel näher bauen, ne? Oder ich mache es so. Von da. Auch aus. Nach da. Also von der Höhe passt. Also von der Weite. Ich könnte es kompakter bauen. Indem ich jetzt einfach diese Linie da hole. Und ganz nah daran stelle. So.
Und dann... Oh, ist das ein Gefummel dann? Von da? Nach da? Also ich könnte es tatsächlich noch eins näher dran bauen. Von da nach das obere. Und von da an das untere. So, und da sind jetzt wie viele Punkte dazwischen? 4. Also muss das ein bisschen näher ran. 4. Wo ich da schon... Ich kann da noch 3 draus machen. So. So. Hallo? Was ist denn hier? Wer kommt hier wo nicht dran? Oh, so. Oh, da gab es wohl eine kleine Verschüttung. Der muss jetzt gleich nochmal hier, ne? Nochmal hier dran. Ja, wo willst du denn hin? Wo willst du denn hin, wo du nicht hinkommst? Angeblich. So. Bagger ist auf dem Weg. Du? Voll. Also ich könnte hier 96 dazusetzen. Alles klar. Dann wir das auch noch kopieren müssen. So, dann holen wir hier mal diese 3 Leitungen weg. So. Ausschneiden. Und auf. So. Hallo? Und so. Wait a minute. So. So. Haha. So. Haha. Verbinde das mal bitte. Also. So, hier bitte das gleiche. So, jetzt haben wir 6. Ich brauche was? 16. Sechs, zwölf. Zwölf. Und hier ist irgendwie so ein... Mäh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die hinteren 4 können weg. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tatsächlich. Ich hab's hingekriegt. Mit Förderbändern ganz eng und... Wow. Aber das gefällt mir. So, dann holen wir noch hier diese hinteren Stücke. Machen wir mal ab. So, und dann muss hier Eisen, Holz und... Was war das? Eisen, Holz und Betonplatten rein. Und dann kommen wir hier so raus. Kopier das mal. So. Machen wir mal einfach mal dahin.
So, und dann holen wir uns noch so Zwischenstückgutlager. Drei Stück. Eins. Zwei. Ne, de, zwei. Drei. Dann ziehen wir das ein bisschen näher ran. So, dann kommt eine Sache hier unten rein. E-Förderband. Förderbänder. 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 Ne, nicht schütt gut. Flacher Aufzug. So. Und noch ein flacher Aufzug. So. Nehmen wir nämlich hier das mittlere. Und hier das obere. Boah, das sieht ja mal richtig cool aus irgendwie. Das lasse ich jetzt so. Das gefällt mir. Und dann kommt dann noch so ein Lager auf die andere Seite. So. Und dann kommen die ersten vier. Kommen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Die nächsten kommen dann da drüber. Wenn wir schon mit diesen flachen Aufzügen da arbeiten. F. R. So. So, R weg. So. Sind dann die nächsten vier. So. Das gleiche auf der anderen Seite. Wenn nicht sogar dasselbe. So, das ist der untere. Kommt da rein. Eins. So. Drei. Vier. Währenddessen haben die doch hoffentlich jetzt diese blöden Rohrleitungen da gebaut, oder? Ja, die blöden Rohrleitungen sind fertig. Super, dann können wir nämlich das Ding alles mal zuschütten. So. So und so. Und dann. Oh, das hat da ja auch knapp gemacht. Okay, das habe ich echt zu knapp gemacht. So, Aufschütterei. Machen wir hier mal kurz weg. Verbieten mal hier Kompost und Erdeverschütterei. Und sagen, Rohrleitungen sollen dann. Nach da. Nee. Nach da und dann. Nach da. Hallo? Dann noch da. Da. Dann noch. Da. So. So. Können wir das gerade schnell bauen?
Und da werden sie schon zugeschüttet. Yay. So, Zuschütterei, bitte auch. Hier. So. Dann müssten wir das hier eigentlich erweitert bekommen. Da wird auch schon zugeschüttet. Oh, ich glaube, das funktioniert. Ich bin sowas von entgeistert. Man ist sogar begeistert. Gut, hier machen sie dann kleine Schlaufe, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Also wenn ich dann so... da dran gehe und von hier aus so... also so und so und... so... ich möchte gerne an dieses Rohr hier dran. Ist das eine Fummlerei? So und... von hier aus... ist zu eng. So. Also, so. Und da habe ich die zwei Rohrleitungen da nicht verwechseln, ne? Das eine ist Abgas. So. Super. Und das ist der CO2-Gedöns. So, hier kommt dann Wasser lang. Hier kommt Wasser lang. Das ist das Abgasrohr. Das geht dann hier dran. So, das Innere geht dann... oh, hier hoch und dann da dran. Und schnell liefern und gut ist. Was ist hier los? Wieso haben wir hier keinen, kaum noch... ach, was ist denn hier schon wieder kaputt? So, was ist hier schon wieder kaputt? Der hat wenig Brenngas. Warum hat der wenig Brenngas? Die laufen alle drei. Ich verbrauche einfach extrem viel im Moment. Alle Fahrzeuge sind hier am Rödeln wie kein anderer am Dorf. Dann geht da schon mal die Produktion in den Keller. So, Benzin, also Diesel haben wir noch ein bisschen Brenngas haben wir. Die laufen eigentlich auch alle gut. Ja, ja, ja. Also es staut sich nichts bei der Ausgabe. Passt. Verbrauchen einfach zu viel. So einfach ist das manchmal. So, dann müssen wir jetzt nur noch der CO2, beziehungsweise hier dieses, das können wir jetzt, bis hierhin abmontieren. So, aber hier, ne, man sieht's, man glaubt es kaum, aber es klappt. So, das da ziehen wir jetzt einfach mal ganz frech an das da und die Leitung so geht einfach ganz frech da dran, schnell liefern, geht nicht, zu wenig Zeug da. Aber die Wasserleitung da können wir schon mal abreißen. Also diese Leitung hier. Hui. Bis hierhin. Ach. Wie kompliziert willst du es haben? Ja. Tschüss.
Können wir jetzt? Ja, jetzt können wir. Können wir nämlich dann auch diese Leitung hier. So. Ne, die nicht. Aber ab hier können wir sie abreißen. Bis hierhin. Und diese CO2-Leitung müsste... Ah ne, guck mal, da ist dann noch... Da das. Genau. Die da kommt... Da dran. Schnell liefern. Dann können wir nämlich die dann auch... Von hier aus bis hierhin abreißen. So. Und sobald die weg ist, können wir das da hinstellen. Ich könnte natürlich irgendwo eine neue... Ach, wie heißt es? Eine neue Stadt gründen, einfach eine zweite Siedlung, aber das möchte ich nicht. Ich möchte einfach jetzt das so ausprobieren. Und siehe da, wird gebaut. Hahaha. Mega. So, was ist dann hier? Hier ist voll, dann können wir den pausieren wir jetzt einfach mal. So. So, das da haben wir ja schon da hinten hingeplant. So, dann lasse ich das einfach mal hier bauen. So? So. Ah, da fehlt noch. Da waren wir noch nicht ganz fertig. Hier den Aufzug. So. Und hier die Leitung. Nein, nicht zwei, sondern eins. Achso, zack. Nee. So. Und dann natürlich... oh, hallo. Das alles da dran. So. Also guck mal, du hattest ganz kurz wieder Baumaterial, aber it's gone. So, dann müssen wir noch überlegen, was wir wohin liefern lassen. Ich glaube, hier werden wir das Holz hinliefern lassen. Findet natürlich kein Mensch mehr. Holz. Zack, da ist es. Dann brauchen wir hier die Betonplatten und hier den Eisen. So. Und dann wird das da schon irgendwie... Irgendwann mal funktionieren. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich lasse hier schon mal aufschütten, da hinten schon mal bauen. Hier werden wir noch irgendein schönes, ich weiß nicht, hier so ein Türmchen, irgend so ein Deko-Element reinsetzen. Da auch ein Deko-Element. Mega. Es funktioniert. Es funktioniert so, wie ich mir das gedacht habe. Das klappt ja mal. Also das ist ja mal richtig cool. Und dann werden wir auch mehr Arbeiter haben, um dann gegebenenfalls irgendwann mal, wenn der Brüter da fertig ist, den zweiten Brüter anzuschmeißen, der noch die zwei Leitungen zum Brüten bekommt. Oh, guck mal, die Kraftstoffleitung für den Brüter ist schon voll und die Produktion hat es aufgefangen. Nur das Wiederverwerten ist noch nicht ganz durch. Haben wir denn... Oh Gott, hier ist schon... Spaltprodukt ganz schön voll geworden. Das Mux-Spaltprodukt ist aber, glaube ich, jetzt komplett leer. Da. Ja, ist komplett leer. So, hier sagen wir, es soll leer gehalten werden, das andere soll voll gehalten werden. Der Atommüll ist auch so gut wie weg. Da bleibt nur ein bisschen Spaltprodukt. Gut, ich lasse ich werde die Reaktoren alle, sobald wir die Arbeiter haben, auch alle laufen lassen. Die Reaktoren, die Brüter, alles.
Da wir hier Ammoniak, Wasserstoff, was weiß ich noch alles hier produzieren werden. Aber darum, wir brauchen ja auch noch die Menschen. Weil von der Nahrung her haben wir dicke genug. Zur Not fressen sie alle nur Obst. Und da habe ich 4 Stück auf Pause stehen. Mais sieht genauso aus. Da habe ich 2 Stück auf Pause stehen. Also, also es geht schon in die richtige Richtung. Natürlich werden wir jetzt noch irgendwann diese ganzen medizinischen Produkte herstellen müssen. So, da hat schon wieder irgendeiner gepennt. Der Strom muss erstmal anspringen. Wo die da laufen? Ne, der läuft nicht. Wieso läuft der nicht? Die laufen eigentlich alle volle Pulle. Also sollten volle Pulle laufen. Als Fingerstrich das gleiche mache ich sogar Ausgabe. Obwohl, die haben alle, ne? Höchstdruck. Wir haben Höchstdruck. Anliegen. Hier haben wir Höchstdruck. Anliegen. Und hier haben wir Höchstdruck. Anliegen. Nur hier haben wir nur mechanische Energie. Und da haben wir nicht die mechanische Energie. Warum auch immer. So, warum auch immer. Das verstehe ich jetzt nicht. Ihr werdet es in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der übernächsten Folge werde ich dann auf die Kommentare eingehen. Ach so, die sind ja immer noch da am Buddeln und am. Mein Loch wird langsam, aber sicher immer. Das hört sich falsch an. Das Loch wird immer langsam, aber sicher immer mehr zugeschüttet. Die pausiere ich mal. Damit hier erstmal nur ein bisschen Müll reinkommt. Wie sieht es hier hinten an der Eisenfront aus? Eisen ist hier auf jeden Fall voll, wenn wir hier noch das ein oder andere Förderband ziehen müssen, aber. Ich habe jetzt zum Glück hier genug Puffer gelassen. So viel verbrauchen wir ja im Moment zum Glück nicht. Bin ich am Überlegen, ob ich wirklich nicht noch eine Eisenstraße bauen soll. Und noch ein Betonwerk. Also Beton und Eisenstraße. Nochmal. Hier irgendwo hinstellen. Hier. Deswegen bagger ich ja auch. Deswegen lasse ich ja auch so viel baggern und versuche hier die Sachen flach zu ziehen, um mir um alles mehr oder minder in einer Ecke bauen zu können. Man hat zwar hier stellenweise viel. Na gut, hier ist echt wenig Platz, aber hier hat man noch ein bisschen Platz. Die Rohstoffe nerven natürlich auch stellenweise ein bisschen. Aber deswegen bin ich ja ans Meer gegangen, ne? Und hier wird immer noch aufgeschüttet. Das ist auch gut. Also wir haben Aufschüttungspotenzial, wir haben Produktionspotenzial, Potenziale haben wir hier mehr als genug. So, hier sollte eigentlich wahrscheinlich das Glas, ja genau, das Glas ist angerückt gekommen. Huch, hier den Wust werde ich ja dann abreißen können. Ja, vor allem hier diesen ersten Schritt hier. Aber es hat lang gehalten. Fast 1500 Jahre. Die Produktion hier. Die sich immer erweitert hat, immer besser geworden ist. Ja. Und dann werden wir in der nächsten Folge, werden wir dann wahrscheinlich den zweiten Schritt planen. Oder da kann ich. Ich würde das da gerne. Ich glaube, das speichere ich mir mal ab. Aber wenn es fertig ist. So. Im zweiten Schritt werden wir dann das da planen. Ne? Damit wir genug Elektronik haben. Mehr als genug Elektronik. Und dann die Konstruktionsteile 1 haben wir ja dann schon. Konstruktionsteile, die Elektronik wird dann hergestellt. Und für die Elektronik brauche ich ja dann Kupfer und Gummi. Dann kommen wir endlich mal zur Gummiproduktion. Und irgendwann kümmere ich mich auch ums Abwasser. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch. Ja, da ist es. Oho, wir haben fertig. Machen wir hier direkt mal Wachstumspause an. Es sollen nicht noch mehr Leute dazukommen im Moment. Ich will nur die Option haben, dass mehr Leute kommen können. Hehe. Und das Wasser fließt. Und das Abgas läuft. Und es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin so, I'm so proud. Und vor allen Dingen kann ich das bis hierhin mal mindestens erweitern. Ich habe alles gerade gezogen und dann passt das schon. Der Wasserstoff müsste ich jetzt auch gleich erholen, weil ich hier ziemlich viel Pausen. Jetzt pausiert habe. Dann gucken wir mal, ob wir dann noch mal das, die ganze Raffinerie, den ganzen Raffinerieblock vielleicht noch mal bauen.
Vom Öl kommt's hin. Also das Öllager hier ist eigentlich immer rappelvoll. Und hier haben wir extra eine zweite Leitung, um das Ölgedöns, vielleicht nicht in den Ausmaßen, vielleicht nur halb so viel, also zwei und dann jeweils fortlaufend. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da machen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.